Geburtstag. Was ist das? Eine elektrische Zahnbürste. Ich brauche tatsächlich eine neue. Mach das aus! Mach es aus! Mach das aus! Mach das aus! Hey! Olli! Was machst du hier? Lange nicht gesehen. Immer noch in der Pflege unterwegs, ja? Du brauchst Eheberater? Ich weiß nicht, ob ich ein guter Vater sein kann. Warum? Es gibt da Gerüchte. Gerüchte, dass du nicht nur als Sozi verfolgt wurdest. War das Problem mit der Sittenpolizei? Es sind nur deine Pläne. Nichts davon bin ich. Ich habe immer darauf hingearbeitet, in die USA zu gehen, das weißt du. Du weißt, was ich für uns aufgegeben habe. Ich hatte das Angebot aus San Francisco, das habe ich deinetwegen abgesagt. Nein. Warte mal. Du kannst doch nicht wegen mir abhauen. Das habt ihr nicht verdient. Ich habe Scheiße gebaut, aber es geht doch um Chris. Chris hat gerade die Chance, etwas Großes zu erreichen. Und er traut sich im Gegensatz zu dir. Ich habe gegen Floyd Mayweather gekämpft. Das habe ich 1000 Mal gehört. Aber weißt du was? Du hast ihn nicht auf die Bretter geschickt. Er ist ausgerutscht. Das weiß jeder. Ich war im Ring. Glaubst du nicht, dass ich genau weiß, was da passiert ist? Was hast du denn bitte in deinem Leben erreicht, hä? Frau Lehrerin? Wie läuft's in der Schule? Ganz gut. Ich habe wirklich großen Spaß mit den Kleinen. Wir hatten heute unseren ersten Schulausflug. Wir waren im Museum für Fotografie. Oha. Das, was wir beide miteinander gemacht haben, das mache ich sonst nicht. Ich verdiene gutes Geld. Ich fühle mich frei und dich hätte ich sonst nicht kennengelernt. Das entschädigt für vieles. Du weißt schon, dass das ein wenig traurig klingt. Wieso? Komm zu mir. Nein. Sag mal, bin ich ein Clown für dich? Hä? Warum lachst du? Ich dachte einfach, es wäre... Wie früher auf MI. Sven, du solltest mal deine Sicht jetzt sehen. Ich dachte wirklich, jetzt brennt vielleicht die Luft, weißt du? Ich drehe hier Zwiebel auf der Wange. Trinkst du immer noch nicht? Hab dir nie erzählt von Rico. Die Wahrheit ist, Rico hat sich dort das Leben genommen. Früher habe ich oft gedacht, ich möchte einfach nur hinterher springen. Etwas stimmt schon länger nicht mehr mit uns. Habe ich recht? Sag es. Sag es endlich. Aber ich liebe dich doch. Ich liebe nur dich. Ich will ein Kind mit dir. Und ich will einen Bauernhof. Und ich will chinesische Laufenten und Hühner und Bienen. Du lässt mich abtreiben und 2 Tage später erzählst du mir was von Laufenten? Ich hab dich nicht gezwungen. Eva, ich glaube, es wäre besser, wenn einer deiner Kollegen dieses Gespräch fortführt. Beantworten Sie einfach meine Frage. Ich war 16, Eva. Ich war total betrunken. Ich habe mich damals 1000 Mal bei dir entschuldigt. Ich war damals auch 16. Und du hast dich mir körperlich aufgezwungen. Stopp. Eva. Sind Sie gesetzlich oder privat versichert? Ich bin bei der TK. Sie haben Glück. Jemand hat abgesagt. Todesfall. Wir haben einen Termin, 8.30 Uhr am 25. Januar 2025. Das ist ein Donnerstag. Das ist in 2 Jahren. Ha! Frag mich in 6 Wochen nochmal. Sorry,
Da muss ich mich erst mal dran gewöhnen, du. Habt ihr jetzt eigentlich für einen Namen entschieden? Ja, Name steht fest. Ha, Emma. Elsa? Frieda wäre auch schon. Borussia. Haha. Jetzt sag mir ehrlich. Borussia. Borussia. Das ist nicht dein Ernst. Ich möchte gerne mit Ihnen über meinen Mann sprechen. Herr Wagner, ja? Ich mache mir Sorgen. Er kommt in letzter Zeit oft spät nach Hause und ich kenne ihn. Ich weiß, wenn ihm die Dinge über den Kopf wachsen, dann... Dann was? Dann ist er gestresst. Und an diesem Punkt trifft er oft falsche Entscheidungen. Das tut mir leid, dass ich Sie damit belästige. Mann, Stefan, du hast das falsch verstanden. Ich bin doch über den Max längst hinweg. Ich werde auch nicht mehr so viel über ihn reden. Versprochen. Lass uns doch wenigstens noch mal treffen. Mach das aus. Das ist ein Privatgespräch und geht dich überhaupt nichts an. Du bist über mich hinweg? Er wollte unbedingt noch einmal rausfahren. Ich hab's ihm versprochen. Nächsten Sommer fahren wir zusammen raus. Aber dann war er schon tot. Oh shit. Ich konnte nicht mal das Boot vom Unterstand abholen. Warum? Ich hatte das Gefühl, ich habe ihn betrogen. Fleisch aus dem Garten. Nein, ich meine in den Frikadellen. Schweinerinder und Pferdehack. Also, du meinst Seitan, Tofu und Tempeh, hm? Was meinst du? Na, wegen des Fleischs. Ja, aus der Metzgerei vom Nachbarn. Meinst du echte Schweine? Echtes Schweine, Rinder und Pferdehack. Jeweils 500 Gramm. Also, warte mal. Das war doch vegan. Nothing you say will ever be wrong, cause it just feels good being in... Ich bin schwanger. Schwanger? Ist es von mir? Ich weiß es nicht. Dankeschön! Dankeschön, danke! Vielen Dank! Liebe Jury, dieser Preis fürs beste Drehbuch bedeutet mir sehr, 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 sehr viel.